Genau. Also herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid zur Session Gen AI. Wie kann Gen AI Community Management unterstützen? Also jetzt hören mich gerade, glaube ich, eher die Online-Teilnehmenden. Also hallo zusammen. Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Community Management und wie kann Gen AI dort unterstützen? Mit Tanja und mir. Genau, wir haben hier eine kleine Folie, worum es heute geht. Ziel ist, dass wir so einen kleinen Erfahrungsaustausch machen, dass wir diskutieren und auf jeden Fall auch im Miroboard einige Dinge sammeln. Wir würden es auch so einteilen, dass wir ein Brainstorming erstmal machen und dann gucken, was interessiert euch, wo wir in den Deep Dive reingehen, also so ein bisschen strukturiert, damit wir auch das Feld möglichst weit ausdehnen. Und jetzt kann Tanja sich ja vielleicht mal vorstellen und ich. Genau. Genau. Wer bin ich eigentlich? Ich bin Achim. Ich bin bei Mercedes und bin jetzt schon einige Jahre beim Thema Community Management unterwegs. Also ich arbeite in der internen Kommunikation inzwischen. Wir haben ein großes Social Intranet mit vielen, vielen Communities und ich bin da so ein Meta-Community Manager, wie man es auch immer nennen will, aber ich mache auch Plattformentwicklung, also da gibt es auch andere Themen. Aber ja, Community Management und Vernetzung ist auf jeden Fall eines der großen Themen und das mache ich auch ein bisschen extern, zusammen mit KollegInnen von Bosch, ZF, mit dem Simon. Wir haben alle drei Monate so ein Austausch-Event, Cross-Company Community Managers Call. Das nächste Mal am 18.07. steht auch im Board drin. Und da ist Harald Schirmer und Shakila Wahn von der Lex-Community der Deutschen Telekom zu Gast. Ja, so, das wollte ich nur mal kurz anteasern. Steht auch im Board drin. Ja, hallo, laut Tanja. Ich arbeite seit 2006 im Bereich Community Management, habe früher mal für RTL und Douglas gearbeitet, habe mich dann 2010 selbstständig gemacht und seitdem berate und schule ich Unternehmen in allen Belangen des Community Managements, Community Aufbau. Und ein Schwerpunkt ist da wirklich auch so das interne Community Management. Wie baut man interne Communities auf? Warum braucht es das überhaupt? Was soll das Ganze? Und ich beschäftige mich jetzt seit anderthalb Jahren mit den Themen KI, AI und was auch immer das ist. Habe den Vorteil, ich habe eine Freundin, die seit 20 Jahren im Bereich Data Science unterwegs ist. Und das ist dann immer ganz gut und einen sehr spannenden Austausch. Und ich glaube, dass gerade im Community Management sich da auch einige Umbrüche ergeben werden. Vielleicht noch viel mehr im externen Community Management, wo es um Spam, Hate Speech und Co. geht. Aber auch im internen Community Management wird es da einige Änderungen geben, manche Chancen, manche Risiken. Und darüber wollen wir heute in den Austausch gehen und haben so ein bisschen was vorbereitet. Genau, fangen wir doch mal an mit einem kleinen Check-in. Möglichst knapp und bündig, aber uns wird schon interessieren, wenn ihr wollt, dann einfach zu sagen, warum, was erwartet ihr, warum seid ihr heute hier? Einfach ganz kurz, damit wir so einen Eindruck bekommen, wer ist hier im Raum? Wer möchte? Also ich finde spannend, mal zu hören, wie wir so, also bei uns ist es zum Beispiel in der LV so, unterschiedliche Bereiche nutzen KI. Also wir haben jetzt in der Personalentwicklung gesagt, wir müssen mal schauen, worauf müssen die Leute achten. Wir binden das in die Führungswerkstatt ein, die IT hat was gemacht. Also wir haben verschiedene Aktivitäten und ich glaube, es wäre ganz cool, da mal eine Klammer zu bilden und auch zu gucken, wie kann man das kanalisieren und dann irgendwie einheitlich im Unternehmen einbinden. Genau. Genau, und noch hinzufügen möchte ich natürlich, das geht natürlich auch für den virtuellen Raum. Wer ist im virtuellen Raum? Ihr könnt euch auch gerne melden. Ah, da ist, glaube ich, auch eine Meldung gewesen. Sibylle? Ja, hi, Sibylle Tuschter hier. Ich mache auch Community Management seit einigen Jahren, sowohl über verschiedene Organisationen hinweg als auch im Unternehmen. Ich hätte jetzt die Idee, bin aber da noch nicht weitergekommen. Die Frage ist, ob ihr dazu Gedanken habt, Monitoring besser zu gestalten durch KI. Da vielleicht mal Erfahrungen auszutauschen, das wäre spannend. Noch Input? Ja, bitte. Hi, Victoria hier. Also ich habe da keine Expertenmeinung zu, ich bin da nicht so tief drin. Von dem, was ich mir darunter vorstelle,
heißt für mich Community Menschen zusammenbringen und es geht darum, Menschen zu vernetzen, dass die miteinander persönliche Erfahrungen austauschen, in Kommunikation kommen. Und jetzt frage ich mich, was macht KAIDA? Was kann KAIDA? Macht es was kaputt? Macht es was gut? Und da bin ich jetzt gespannt. Ja, hallo, hier ist der Rainer, auch wenn er mich jetzt nicht sieht, weil ich außerhalb des Kamerabilds bin. Ich bin ausnahmsweise nicht als Fotograf. Und habe jetzt seit einigen Wochen den tollen, super Job, dass ich bei einem großen Tech-Unternehmen eine neue Community aufbauen kann. Und KI kann mir nicht nur beim Aufbau der Community helfen, hoffe ich, sondern auch insbesondere, was mir halt als Oldschool-Community-Manager am Herzen liegt, so die menschliche Wärme da reinzubringen und nicht nur. Wir können dich nicht hören. In dem einen Würfel war vorhin kein Mikro drin. Das war wohl der. Nimm doch mal den hier rein. Hallo, wir sind jetzt. Ja, ja. Ihr habt noch was an dem Farbenbuch. Ich muss alles nochmal erzählen. Stimmt, blaues Licht hilft. So, geht's jetzt mit dem Ton? Dann nochmal kurz. Jetzt heute nicht als Fotograf hier, sondern als Wissensnetzwerker und Community Manager. Bin beim Kundenprojekt jetzt, wo ich eine große Community aufbauen darf. Und mich interessiert nicht nur, wie die KI mich beim Aufbau der Community unterstützen kann, sondern auch insbesondere, wie man diese menschlichen Aspekte, also ganz oldschool, zwischenmenschliche Interaktion, vielleicht auch noch mit Tools unterstützen kann, um das besser hinzubekommen. Ja. Bin gespannt. Ja, hi, ich bin der Lotti. Ich bin immer kurz in die Kamera. Ja. Bin auch Teilzeit-Community-Manager seit 5 oder 6 Jahren in einer großen Community bei uns bei Dativ für Softwareentwicklung. Gibt es seit über 11 Jahren mittlerweile. Haben 60, 70 Veranstaltungen im Jahr und ich könnte mir im Augenblick eher so vorstellen, Automatisierungen, die uns helfen, also automatisch Confluence-Seiten erstellen, Mails erstellen und so weiter. Aber ich nehme aber auch Inspirationen heute mit, wenn uns irgendwie KI in irgendeiner Form helfen kann. Danke. Noch Beiträge, Wünsche, Erwartungen? Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Ja, ist noch was? Ja, dann gehen wir mal rein. Wir würden gerne natürlich sehr schnell mit euch ins Brainstorming kommen. Wir würden aber natürlich auch gerne hier erstmal ein bisschen so den Raum aufmachen, weil Community Management ist, hier waren schon ganz viele verschiedene Aspekte an, wo kann GenAI mich beim Community Management tatsächlich unterstützen. Den meisten fällt vielleicht dann erstmal so bei der Textgenerierung was ein, aber hier stand ja auch schon Monitoring im Raum oder persönliche Erfahrung. Und ich gehe mal kurz auf die Folien, um zu zeigen, was steht denn da wirklich, was liegt denn da wirklich auf dem Tablett? Ja? Welche Möglichkeiten gibt es denn dann, um dann in die Diskussion noch ein bisschen tiefer einzusteigen? Genau, also erstmal. Ich komme aus einem Unternehmen, ich mache Communities intern. Für mich ist auch ganz wichtig, vielleicht auch mal die Unterscheidung immer zu sehen. Es gibt den freien Markt, das ist auf der rechten Seite. Und es gibt natürlich die Communities im Unternehmen. Und das gelten natürlich ganz andere Maßregelungen. Wir haben da starke Compliance-Regelungen. Immer mehr Unternehmen haben natürlich inzwischen auch eigene Chat-GPTs. Am Start, die unterschiedlich heißen, aber meistens irgendwie auf der Technologie von ChatGPT beruhen. Oder sie nutzen vielleicht auch schon den Microsoft Copilot, mehr oder weniger freiwillig, weil der sich schon in alle möglichen Browserfenster auch schon einschleicht. Ja. Da muss ich natürlich sehr, sehr genau gucken, was jetzt so die Daten angeht. Und leider ist es auch so, dass die Qualität und die
Flexibilität, also mein Custom GPT zu machen, da meistens noch nicht so richtig möglich ist. Ich weiß nicht, wenn da andere Erfahrungen sind, aber das sind jetzt so das, was ich als Erfahrung habe. Auf der anderen Seite gibt es einen freien Markt. Der ist unheimlich spannend, viel, viel spannender. Ja. Und da gibt es so Seiten wie There is an AI for that, da muss ich jetzt das mal kurz anders teilen, wo 13.000 verschiedene, ich teile jetzt einfach mal den Bildschirm, dann ist es einfacher, Custom GPTs und Tools und so weiter zur Verfügung stehen. Vielleicht kennt jemand noch was anderes, aber hier kann man einfach mal Community Management eingeben und kriegt dann sofort 20 Vorschläge von Tools. Da habe ich auch ein paar, können wir auch noch draufwerfen, wie du hast auch noch. Das Spannende an den Tools finde ich, man sieht da wirklich die Masse. Die sind aufgeteilt nach neu diesen Monat. Also gar nicht mal ne, Tools überhaupt, sondern da ist neu im Monat Juni oder neu im Monat Mai und dann hast du so eine Liste. Also jetzt nicht rein Community Management, sondern alles andere, aber das zeigt halt einfach, welche Masse an Tools da draußen ist, wie schnell sich das alles entwickelt und welche Auswirkungen das auch haben wird. Ja, also ihr seht, der Community Engagement Director, was weiß ich, Community Coach, das sind Tools, die euch bei der Konzeption von Communities helfen zum Beispiel. Und je nachdem, ihr findet da sicher auch was zum Monitoring, aber da bin ich auch noch am Suchen, ja, eben wegen der Restriktion in Unternehmen und so weiter. Genau, also das Feld ist riesig und die Anwendungsbereiche sind riesig. Wolltest du noch was dazu sagen oder will noch jemand irgendwas dazu sagen oder hat jemand noch eine andere Schatztruhe? Genau, also guckt jemand auch im Discord, weil ich habe das jetzt nicht so erlebt. Ich habe es auch. Genau, falls da jemand meldet mit Fragen. Genau, wenn man jetzt mal das Feld aufmacht, wo gibt es eigentlich Anwendungsbereiche für Community Management, für GenAI im Community Management. Ich habe einfach hier mal so ein ganz einfaches Schema aufgemacht. Wer sich ein bisschen damit auskennt, in der Fahrtgebung und so, der weiß vielleicht oder die weiß vielleicht, dahinter steckt der Community Management Canvas. Ich habe es jetzt hier stark vereinfacht und mit Begriffen versehen, die auch gleich verständlich sind. Inhalte, Aktivitäten, Nutzererfahrung ist der rote Bereich. In der Mitte ist Konzept, Strategie, Ziele. Da steht beim Canvas Identität. Ja. Das war mir aber nicht so abstrakt. Und unten Organisation, Prozesse, Technologie. Ja. Ja, das ist einfach nur so eine erste Recherche von Anwendungsfällen, wie man diesen einzelnen Feldern zuordnen kann. Ja. Vielleicht fangen wir mal ganz unten an. Custom GPTs oder Generative AI kann uns ja wie bei allen Arbeitsaufgaben eben helfen, Routineaufgaben zu automatisieren. Also ich bin da oft schon beim Umwandeln von E-Mail-Listen oder sonst irgendwas. Ja. Insofern kann es uns auch ermöglichen, Multitasking besser anzugehen. Wenn wir gucken auf Konzept, Strategie und Ziele, wie entwickle ich die weiter, kann es uns helfen, Daten zu analysieren, vielleicht auch Risiken zu erkennen im Monitoring. Viele nutzen das ja schon jetzt hier auch, um ihre Kreativität zu steigern, um da so mal so erste Anregungen zu bekommen, mit denen sie dann arbeiten können, um dann letztlich ihre Kommunikation zu verbessern und Inhalte zu generieren. Das sind wir jetzt schon gerade im roten Bereich, nämlich was die Nutzererfahrung angeht, ihr habt es angesprochen, da sind wir in Kontakt mit den Menschen auch und müssen letztlich auch als Menschen denen gegenübertreten. Aber auch hier auf der linken Seite hilft es mir zum Beispiel, inklusiveres Engagement zu machen. Wir haben öfter mal gesehen, ja, Sprachen ist ja schon so ein Thema. Wir haben aber auch hier im Unternehmen so eine Neurodiversity Community, die nutzen das auch ganz gezielt, um ihre Posts dann wirklich auch, die denken halt sehr schnell teilweise, sind teilweise hochbegabte Menschen, aber teilweise haben sie auch mit Problemen wie Dyslexie
zu kämpfen. Und die können halt ihre Posts dadurch zum Beispiel aufbereiten, sodass es halt auch verstanden wird. Genau, du hast auch noch was hier. Mhm. Super ist das ganze Tool wirklich so aufzubauen, auch dass man es als Sparringspartner nutzen kann. Also wenn man sagt, okay, das ist ein Text, den ich schreiben würde, challenge mich, was kann daran falsch verstanden werden? Oder wem könnte ich damit auf die Füße treten? Sodass man wirklich auch, wenn man in die Kommentare oder so reingeht oder jemandem antwortet, sich das schon mal so aller vier Augen-Prinzip, quasi aller 100-Augen-Prinzip nutzt und sich da wirklich einen eigenen GPT, eine eigene Umgebung baut und wo sagt, das ist wichtig. Achte darauf, das ist unsere Unternehmenstonalität, das sind Dinge, die wir sagen, die wir nicht sagen. Das sind Risiken, die auftreten, dass man sich also wirklich so ein Framework aufbaut und das dann wirklich immer wieder so auch als Sparring nutzt. Ne? Das ist ein Kommentar. Was denkst du darüber? Und dann kriegt man so Analysen zurück, wodurch man selber halt lernen und trainieren kann, wie man besser kommuniziert. Und aber auch so das ganze Eventmanagement. Ne? Wie, welche Maßnahmen kann ich machen? Welche Aktivitäten kann ich machen? Welche Idee für eine Challenge hättest du? Wie kann ich eine Challenge aufbauen? Also ich nutze das wirklich ganz, ganz viel auch so im Sparring, immer so, um Ideen hin und her zu werfen. Was denkst du davon? Und sag dem auch ganz bewusst, challenge mich. Zeig mir die Schwachpunkte. Zeig mir das, was du nicht gut findest. Und damit kommt man halt selber immer wieder auf neue Ideen. Und kann dann sowohl die Kommentare, die Aktivitäten, die Maßnahmen verbessern und lernt dadurch auch stetig. Genau. Dann Inhalte. Ja, also ich war vorhin in der Session bei Stefan, kuratieren von Inhalten und so weiter. Da ist auch wahnsinnig viel drin. Wir haben immer wieder die Challenge, ja, wie kann ich aus großen Inhalten oder ganzen Communities FAQs generieren? Wie integriere ich da vielleicht auch eine bessere Suche rein? Ja, das sind natürlich technische Voraussetzungen möglich, aber auch das kann eine Community eben einfach viel, viel besser machen. Ja. Echtzeitempfehlungen, also auch eine super Sache. Ja. Ja, das andere sind Schlagworte, Antwortzeit beschleunigen, Aktivitäten skalieren. Da muss man sicher mal genauer reingucken, was da für Tools unterstützen können. Aber im ganzen Groben ist das Feld, wenn wir über Community Management und Gen AI diskutieren, also es ist nicht nur Social Media Posts machen, sondern es ist wirklich ein ganz, ganz weites, interessantes Feld. Genau, und damit sind wir eigentlich schon, es soll mir vielleicht noch kurz mal zeigen, du hattest ja gesagt, challenge mich oder mach mal schnell so ein kleines Konzept oder schlag mir Engagement-Maßnahmen vor, also ich habe das auch mal ausprobiert mit einigen dieser Custom GPTs. Hier, der heißt Generate, nee, das heißt nicht, das ist der Engagement Director. Nee, das ist der Community Manager GPT. Okay. Ich frage ihn natürlich auch dann immer erst, was können Sie mir denn anbieten? Wie können Sie mir helfen? Dann ist es sehr schön, wenn Sie mir dann schon konkrete Fragen stellen. Wenn Sie das nicht tun, würde ich, dann fordere ich Sie grundsätzlich auf, leite mich dort durch diesen Prozess durch und stelle mir die richtigen Fragen. Das hilft sehr, die ganze Sache zu strukturieren. Ich habe jetzt mal so ein paar Angaben zu meiner Community hier gemacht und Ihnen gebeten, mir ihn oder sie, ich weiß es nicht, hier einfach Engagement-Ideen zu generieren. Hier ist es natürlich wirklich sehr, sehr wichtig. Also da gucken wir dann natürlich genauer her. Das sind, würden wir das auch realistisch ansehen, was für Aufwände sind dahinter. Da wird halt deutlich, diese künstliche Intelligenz ist natürlich nur so viel wert, nur im Zusammenspiel mit dem Blick von uns was wert. Also das ist ganz, ganz wichtig. Wir können dann sagen, hey, passt das für uns? Bringt mich das weiter oder will ich noch mehr oder jetzt aus unserer Expertenperspektive, ich hatte auch schon mal ein Tool, das hat einen tollen Workshop vorbereitet, aber das Zeitmanagement war einfach grottig. Also hat man auf den ersten Blick gesehen, genau, also immer Zusammenspiel natürlich. Und
Das sind relativ obvious, Captain Obvious Vorschläge, also die das Tool mir hier gegeben hat, interaktive Workshops, Success Stories. Ich challenge das natürlich dann auch weiter und hey, schlag mir doch mal vielleicht noch mal was Kreativeres vor. Und ich sehe da schon, gut, da ist viel Aufwand dahinter. Wenn ich das jetzt wirklich machen will, dann muss ich dann natürlich jetzt fängt die Arbeit richtig an. Ja, also, genau. Was da auch immer hilft, ich sage dem Tool auch ganz gerne, komm nicht mit 0815 Sachen, denk wie ein Einhorn, denk wie ein Dino, erklär es einem dreijährigen Kind. Also wirklich, damit da Ideen kommen, auf die man sonst selbst nicht kommt. Weil 0815 haben wir im Kopf. Es geht ja darum, wirklich ganz verrückte Ideen zu haben. Und das muss man dem Tool dann natürlich auch sagen. Ne? Sei verrückt, sei crazy. Ich habe auch gemerkt, wo ich gerade merke, dass ich ein englisches Wort benutzt habe, dass der Input in Englisch ist besser. Also das Tool, ja, es ist gut in Deutsch, aber ich arbeite meistens so, dass ich Englisch prompte und je nachdem, für was ich den Text verwende und wie ich die für was ich ihn brauche, lasse ich mir die Ausgabe Deutsch oder Englisch geben. Aber es macht einen riesen Unterschied, wenn ihr in Englisch promptet. Und versucht da gerne außergewöhnliche Sachen. Also ne, sagt dem, du willst eine Community-Session auf dem Mars machen. Sagt dem, der soll verrückt sein, out of the box denken, weil sonst kriegt ihr halt nur so diese Standarddinger. Man muss selbst da so lernen, wie man damit arbeitet, um das dann angehen zu können. Genau, ich glaube, jetzt können wir mal so ein bisschen den Raum öffnen. Der Chat zu unserem Miro ist im Discord. Wir können natürlich aber auch gerne so irgendwie mitschreiben. Ja, jetzt einfach, wir haben 20 Minuten, ich würde mal sagen, mindestens mal die nächsten 7 Minuten, bevor wir irgendeinen Deep Dive dann vielleicht nochmal machen, dass wir vielleicht einfach mal so wild rum brainstormen. Wo seht ihr, was können wir in unser Miro reinschreiben? Wo könnte man Gen AI noch in der Community Management anwenden? Oder wo habt ihr vielleicht auch schon Erfahrungen? Oder wo habt ihr das gesehen oder gehört? Feuer frei. Enteilst du mal? Ja, ich enteile, ja. Ach so, tun. Also ich kann es mir tatsächlich gut vorstellen, weil wir ja oft, oder ich sag mal, den Bereich, den ich auch betreue mit Weiterbildungsangeboten bei uns im Intranet über den Campus, das ist ja nicht unsere Idee von Lernen, dass jeder für sich so Module durchläuft und dann vielleicht auch KI-generierte Lernpfade macht, sondern sich dann vielleicht auch über das, was ich gelernt habe, wie kann ich es in unserem Unternehmen anwenden, austauscht. Und da wäre es vielleicht ganz gut, wenn man so über KI auch im Hintergrund Interessensgruppen zusammenwürfeln kann oder vielleicht auch die Vorgabe machen kann, dass gerade die Diversität in den Gruppen bestehen soll. Also, dass da so Vorschläge kommen, tausch dich doch mit XY zu dem Thema aus. Das finde ich irgendwie auch ganz cool, um dann so ein bisschen ja, Bewegung auch reinzukriegen und auch im Sinne unserer Kultur die Menschen zu verbinden und zu fördern, dass sie sich kennenlernen und über unterschiedliche Themen austauschen. Ja. Genau, weitere Input finde ich auch sehr spannend. Ich habe auch immer wieder das Problem oder die Herausforderung, Leute zusammenzubringen. Genau, hat noch jemand irgendwie, ihr könnt auch einfach Fragen äußern, ja, also die uns vielleicht auch weiterbringen. Ja. Also ich gehe davon aus, dass die digitalen Assistenten kommen, dass wir zukünftig auch digitale Community Manager haben und digitale Community Expertinnen haben werden, die digitalen Assistenten tatsächlich mit eigenen Kompetenz ausstatten werden. Ich durfte vor 5, 6 Jahren tatsächlich mal eine Übung 2 Tage lang machen, ein digitales Vorstandsmitglied tatsächlich zu haben und Entscheidungen vorzubereiten. Und wir haben dann diskutiert tatsächlich darüber, wie würde das Board einer Entscheidung von so einem digitalen Board-Member folgen. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass es auch in den Communities passiert, dass digitale Assistenten, ein digitaler Achim, ein digitaler Tanja, dort euren Job machen. Hm.
tatsächlich, also ich, ihr könnt ja gerne, überlegt euch, was ihr beibringt, aber ich habe tatsächlich einen Anbieter von einer Technologie, die sowas Ähnliches gerade auch schon entwickelt, ja, dass man von sich selber quasi ein virtuelles Ich generieren kann. Das ist sogar dann per Video oder es sieht aus, als ob die Person da sitzt und man kann sich mit der unterhalten und die kann Fragen beantworten und wenn sie halt nicht mehr weiterkommt, dann wählt sie die reale Person. Es war meiner Ansicht nach noch wirklich nicht sehr, sehr schön, ja, also abschreckend eher, aber genau die, das kann ja noch weitergehen. Online? Okay, Lea. Dann lassen wir online vor. Lea? Okay. Yes, genau. Ich habe mal noch eine Frage oder einen Gedankengang, der geht noch in ein bisschen eine andere Richtung, ist aber, glaube ich, auch im Rahmen von Community spannend. Ich bin gerade dabei, also ich bin im Corporate Learning bei der Techniker-Krankenkasse und wir machen gerade die weitere Befähigung für den Microsoft Azure OpenAI Chat Playground. Und da geht es darum, auch eine Community aufzubauen. Nicht nur für den Playground, aber generell fürs Thema Gen AI. Und was ich ganz spannend finde, wie kann quasi eine Community dafür genutzt werden, um auch quasi Wissen zum Thema Gen AI und Lernangebote reinzuhauen sozusagen, weil bei der PE ist ja immer so, bisher war es immer so, PE ist Schirmherr von allem Wissen quasi, aber das ist bei dem Thema nicht möglich und auch nicht die Rolle der Zukunft. Und wie kann quasi eine Community so strukturiert werden, dass alles, was sich an Neuerungen in diesem Themenfeld ergeben, gut strukturiert irgendwie aufgebaut und abgelegt und up-to-date gehalten wird. Ich hoffe, das war verständlich, aber weil ich glaube, wir haben hier ganz viele Community-Experten, Expertinnen. Vielleicht habt ihr da irgendwie auch schon Erfahrung mit, wie man sowas gut gestalten kann. Also ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob du dieselbe Frage aufgeschrieben hast, ich habe jetzt nochmal die Frage, wie kann eine Community gut strukturiert werden? Ja, das ist ja auch so eine konzeptionelle Frage. Ja, da könnte ja Gen AI durchaus auch eine Hilfe sein. Ich habe gerade so das innere Bedürfnis, auf alles schon zu reagieren und was zu sagen. Dabei sind wir ja noch im Brainstorming, deswegen bin ich ruhig und frage, ob es noch Ideen und Themen gibt, über die ihr gerne vielleicht diskutieren wollt. Ja, sollen wir vielleicht, kannst du eine Abstimmung starten oder wie machen wir es? Ja gut, die Onliner können ein Icon dran machen. Wir haben, ich kann kurz sagen, was wir haben. KI im täglichen Community Management, das kam noch. Digitale Community Managerin, Weiterbildungsangebote und Wissen generieren und wie da die KI unterstützen kann. Aber wenn ich das sehe, und KI-Monitoring. Messbarkeit einer guten Community kann mir helfen. Das heißt, es wären vier Themen, wenn ich es richtig sehe. KI als Community Manager, wie kann das im täglichen Leben unterstützen? Digitale Community Managerin, dann so Wissen und Weiterbildungsangebote im Internet. Monitoring, ach, und Messbarkeit. Fünf Themen. Können wir uns das merken? Sollen wir irgendwie abstimmen? Oder, also, ja, ich würde sagen, wir können abstimmen. Über Discord haben wir dann Abstimmungen machen? Ich habe nur so ein bisschen die Zeit im Blick, weil wir nur noch eine Stunde haben. Ja. Aber vielleicht können wir trotzdem mal nochmal die Themen langsam durchgehen und die fünf Leute hier im Raum strecken einfach die Hand nach oben. Und ja, die Onliner können ja auch ihre Hand geben. Kannst du nochmal zusammenfassen? Ja. Wie kann ich KI als Community Manager im täglichen Management meiner Communities unterstützen? Okay, ungefähr 11 plus. Was ist online? Nein, schreibt jemand mit? Digitale Community Managerin, also ersetzt uns KI im Community Management, wäre Nummer 2. Noch niemanden hier?
Ich weiß gar nicht, ob wir abstimmen dürfen, dann würde ich dafür auch gerne. Okay, aber das Thema ist raus, da quatschen wir wieder mal so. Thema Nummer 3, Weiterbildungsangebot im Intranet, zusammen auch so mit Wissensmanagement. Okay, interessiert niemanden? Eine? Entschuldigung. Wir haben Monitoring. Monitoring. 1. 2. 4. Und wir haben Messbarkeit einer guten Community, ob KI helfen kann. 1. Vielleicht ist es ja auch das Monitoring, also da geht es auch im Gewicht. Ja. Okay, ich würde sagen, wir haben einen eindeutigen Gewinner. Wie kann ich KI als Community Manager im täglichen Management meiner Communities unterstützen? Und da wir beide jetzt schon relativ viel gesprochen haben, würde mich mal interessieren, welche Erfahrungen habt ihr denn so damit? Wo nutzt ihr es vielleicht im Alltag? Oder wo wollt ihr es nutzen? Oder wo würdet ihr es gerne nutzen, wisst nicht wie? Wie kriegen wir das hin? Antritt sind Papa. Ich habe momentan das Problem in meiner Community, dass wahnsinnig viele Kommunikationskanäle existieren. Da gibt es die LinkedIn-Gruppe, den E-Mail-Verteiler, die interne LinkedIn-Gruppe. Dann muss man sich noch durch ein Collaboration-Tool abstimmen. Und ich hatte jetzt die Idee, entweder ich hacke hier alles ab, bis wir uns auf einen geeinigt haben, oder es gibt die elegante Lösung, dass es vielleicht irgendwann eine KI-Möglichkeit gibt, die mir alles zusammenholt, bündelt, managt und die wirklich wichtigen Stränge, zum Beispiel Kommunikationsstränge, die sich entwickeln, einfach mal mir darstellt und vielleicht sogar schon Antworten gibt. Das ist eine Möglichkeit oder ein... Ein Wunsch. Okay. Lassi, willst du direkt darauf reagieren? Oder? Nee, ich habe einen Actionpunkt. Aber auch dazu. Auch dazu? Ja. Okay. Wir nutzen es eigentlich gar nicht. Weil wir haben jetzt in den 11 Jahren irgendwie alles so mit Vorlagen und allem Möglichen, dass wir halt einfach nur E-Mail-Vorlagen haben und halt da 2, 3 Sachen ändern und dann wegschicken. Wir haben es mal ein bisschen versucht mit LinkedIn-Beiträgen, hat uns aber auch nicht so gefallen und haben wir auch wieder eingestellt an der Ecke. Danke für den Input. Ich wollte ganz kurz noch dazu was sagen. Also mir fällt aktuell kein KI-Tool ein, aber ich bin auch keine KI-Expertin. Vielleicht gibt es das, wo es eine Schnittstelle gibt, wo ich mir aus allen Tools was rausziehen kann, um das zu sammeln, dass mir das strukturiert und es dann wieder ausgibt. Wenn es das Tool geben würde, könnte es sowas machen. Aber auch dann würde ich mir die Frage stellen, warum? Also ich würde das eher klassisch angehen und Kanäle definieren, die für bestimmte Themen zuständig sind. Gar nicht mal unbedingt alles auf eins. Es ist völlig legitim, 2 oder 3 Kanäle zu haben. Da muss aber ganz klar sein, was passiert in welchem Kanal und warum passiert es in dem Kanal. Und danach würde ich strukturieren und ordnen. Und da kann KI zum Beispiel helfen, indem ich sage, hey, ich habe die Kanäle, wir bündeln uns total, das ist das, was wir vorhaben, was wäre denn deine Empfehlung, wie wir strukturieren und angehen? Dann hast du ein Konzept und damit kannst du in die Community gehen und sagen, hey, guck mal, das habe ich erarbeitet oder die KI machen lassen. Was haltet ihr davon? Wie nutzt euch das? Weil natürlich haben Leute bevorzugte Kanäle, die einen lesen lieber E-Mails, die anderen lesen lieber in Teams, aber wenn die Informationen so komplett gestreut sind, funktioniert es nicht. Du musst die Infos bündeln und das sind dezidierten Kanäle, die wirklich passen und für eine Funktion sind. Und dann müssen manche halt über bestimmte Schatten sprechen. Vorsicht, Köpfe einziehen. Also ich habe das gleiche Problem wie du. Ich habe eine Community mit ganz vielen unterschiedlichen Kanälen. Und so mein Traumwerk wäre es, dass ich mir vielleicht eine Art Liste erstelle, die Zielgruppen, vielleicht auch, wie ich den Inhalt aufbereiten sollte. Und dann habe ich einfach nur eine Masterquelle, auf die ich dann die KI loslasse. Und dann kommt eben ein Yammer-Artikel raus, ein Teams-Artikel, vielleicht eine E-Mail. Nutze ich jetzt selber nicht, aber manche Hörer-E-Mail, denen wird das dann vielleicht als PDF zusammenfasst. Also sowas davon träume ich. Also einmal mein Inhalt aufbereiten,
eine Tabelle, die die Kanäle definiert. Und hinten raus kommt der gleiche Content schon so, dass ich ihn übers verteilen kann. Mit einer extremen Zeitspanne. Also das ist das, was mich gerade umtreibt. Also ich denke auch, sowas gibt es. Also ich habe es tatsächlich für unsere Online-Veranstaltung durchexerziert. Es ist noch nicht so, dass der alle Kanäle kann. Also der kennt natürlich deine internen Teams-Kanäle oder so nicht. Da müsste man wahrscheinlich hergehen und dir sich selber so eine kleine, so einen kleinen Assistenten programmieren. Also programmieren im Sinne von, ja, ich brief den und stelle den dann auf meine Spielwiese und der macht es dann halt spezifisch für meinen Kanal. Ja, also, verständlich in einfacher Sprache, dann vielleicht eine andere Gruppe. Also, dass ich das einmal definiere und da muss ich es nie mehr machen. Ich drücke nur einen Knopf und den dann von mir. Also, das funktioniert ja heute schon. Klar, du brauchst ein bisschen Zeit, um, also nicht das Posten, aber das Erstellen lassen. Du brauchst halt Zeit und du musst halt wirklich mal so einen Tag dich hinsetzen, das alles durchprompten und für alles wirklich durchdeklinieren. Das braucht wirklich viel Zeit, da die einzelnen Unterschritte zu erstellen oder so. Also ich habe mittlerweile teilweise Prompts, die tatsächlich aufeinander aufbauen, die sind aber dann so lang. Was noch nicht funktioniert, ist, dass du die Inhalte dann direkt per Knopfdruck ausspielst, sondern du musst die halt copy-paste dann jeweils in Kanäle rein posten. Was mich, ich mich aber eher frage aus Community-Sicht, warum willst du das? Also warum willst du, dass auf jedem Kanal die gleichen Inhalte sind? Dann brauchst du auch nicht mehr die gleichen Inhalte. Dann solltest du halt gucken, okay, vielleicht ist das einer der Hauptkanal und auf den anderen kommt nur ein Teaser, aber damit es halt wieder irgendwohin zusammengeführt wird, weil wenn du überall das Gleiche ausspielst, nur in einer anderen Tonalität, braucht es ja die Kanäle nicht. Ja, okay. Also Seeding ist das Seeding mit anderen Worten, ja. Also ich habe meinen Blogbeitrag und den möchte ich halt promoten und dann gehe ich dorthin, wo die User sind, wo die Zielgruppe ist und die steckt halt in anderen Kanälen. Also wir haben tatsächlich interne Communities, eine Assistenzen, besonders lebendig, die hat eine Social Intranet Community, die nutzt aber, seit sie mal so einen Wochencall gemacht hat, nutzt die regelmäßig auch einen Teams-Chat. Und da sind dezidiert andere Leute drin und die reden dort anders, ganz klar, das kennt ihr wahrscheinlich alle, die reden anders als jetzt im Social Intranet und im Social Intranet ist das alles ein bisschen offizieller, da gucken sogar Führungskräfte drauf, weil die das so interessant finden, die outen sich nicht als Follower, aber die gucken da drauf, ja, und im Chat, da geht es mehr zur Sache, das fühlt sich einfach persönlicher an. Und ja, da würde man natürlich den Inhalt oder das Seeding ganz anders formulieren jetzt als in der Hauptcommunity. Ich mache das tatsächlich für meinen Podcast so. Ich hole mir das Transkript aus dem Tool, mit dem ich aufzeichne, werfe das dann in die KI und ich habe das vorher so vorgepromptet, dass ich im ersten Schritt einen Titel kriege und da kriege ich 10 Vorschläge, welcher Titel passen könnte. Und erst wenn ich sage, ja, der Titel passt, gehen wir in den nächsten Schritt. Dann kriege ich die 10 Zitate, wo das Tool sagt, die sind super. Im nächsten Schritt geht es darum, dass ein Teaser für Spotify erstellt wird. Dann geht es darum, dass ein Blogbeitrag erstellt wird. Und im nächsten Schritt geht es darum, dass der LinkedIn-Post erstellt wird. Und das... Es ist ein einziger... Es ist ein einziger Prompt, an dem ich aber lange gesessen habe. Und ich habe dem Ding gesagt, wir arbeiten in Sections. Und immer erst, wenn ich sage, das hier ist gut, dann geht der zum nächsten. Also das ist ein Prompt, der durchläuft, der aber durchstrukturiert ist in 6 oder 7 Teile. Und erst, wenn ich sage, das hier ist okay, also wenn ich sage, so passt der Blogbeitrag, dann geht der weiter zum LinkedIn-Posting. Nichts davon kann ich so verwenden, wie das ist, aber es ist eine super gute Vorlage und ich arbeite damit einfach viel, viel schneller, als wenn ich alles manuell irgendwie angehen müsste. Online, Antje, hallo. Hi, danke. Ich habe eine Frage zu Copilot. Ich bin ja jetzt nicht in Unternehmen im Moment
Und mich würde mal interessieren, ob Copilot eigentlich mehrere Viva Engage-Kanäle mitlesen kann und zum Beispiel gucken könnte, ob da in unterschiedlichen Communities doch ähnliche Sachen diskutiert werden. Also was weiß ich, ein Bedürfnis nach Fokus zum Beispiel oder whatever, ein Bedürfnis nach irgendwas, was halt die verbindet, auch wenn es ganz unterschiedliche Communities sind, dass man halt anfangen kann, was zu entdecken, was man halt als einzelne Person nicht so leicht entdecken kann. Hat da jemand tiefere Kenntnisse? Also mein Gefühl ist, das würde Richtung Monitoring und Daten gehen. Das ist intern im Unternehmen schwierig. Da müssen wir erstmal mit dem Betriebsrat und mit wem auch immer mehrere Runden drehen. Aber andererseits schleicht sich der Copilot gerade so über die Hintertür, über den Edge-Browser alle Unternehmen ein, die sowieso schon Teams und M365 nutzen, ein. Also mir ist es nicht bekannt in dieser Form. Ja. Gut, danke. Okay, wir haben noch 3 Minuten. Lass uns vielleicht dann einfach noch mal so einen kleinen Abschluss machen. Also wir würden auf jeden Fall das Board noch mal teilen. Ja? Wir teilen vielleicht auch die Custom GPTs und alles, was wir haben, da so ein bisschen, das sind, glaube ich, auch schon Links drin, da sind die Präsentationen drin. Und ihr dürft natürlich auch gerne eigene Tipps dort very welcome. Ja, das wäre natürlich toll, wenn wir da gemeinsam auch sowas, so einen kleinen Fundus aufbauen. Und jetzt würde ich dann einfach nochmal einladen, so ein kleines Blitzlicht zu machen. Auch so zwanglos wie der Check-in. Jede, die will, jeder, der Lust hat, einfach nochmal kurz teilen. Was habt ihr mitgenommen? Auch online natürlich. Antje, streckst du noch oder wieder? Also, okay. Wer möchte? Ja, hi. Also erstmal danke für den Raum hier. Ich finde es total spannend, was Antje jetzt am Schluss gesagt hat, weil ich glaube, dass das nicht nur im Bereich der Communities irgendwie ein Thema ist, sondern generell Themen zu identifizieren. Die Informationen werden immer mehr, es wird immer unübersichtlicher in den Unternehmen auch an Informationen ranzukommen, die zu sortieren. Es gibt verschiedene Plattformen, wo sie bespielt werden. Also das, Antje, was du jetzt gerade gesagt hast, ja, dass es quasi eine KI gibt, die so ein bisschen was rausfiltert. Ich hoffe sehr, dass wir irgendwann auf dieser positiv besetzten Seite landen und den Betriebsrat und diverse Instanzen mit ins Boot kriegen, da den Schwung hinzukriegen, was wir positiv rausholen können. Ich habe tatsächlich was mitgenommen, was ich gar nicht erwartet habe, aber auch erstmal danke für die Session. Ich bin ja auch intern Podcaster und ich glaube, ich werde mir auch so einen Baum schreiben. Dankeschön. Traut euch. Man hört mich nicht online, aber hier im Raum. Ja, ich kann Angelika da echt auch nur zustimmen. Also ich finde, es sind viele Infos und wenn man in so Communities zum Teil drin ist, vieles wiederholt sich. Ich lese Sachen irgendwie 3-mal doppelt, dann kommt jemand Neues rein, der hat dann wieder so basic Fragen und alles fließt immer so mit und wirklich so einen Filter zu haben für mich, was ist denn jetzt relevant und nicht diesen Filteraufwand immer selber machen zu müssen und reinzuschauen, ah ja, was ist denn da, wer ist denn da jetzt, was hat er denn für Fragen, ja, genau das trifft es also für mich auch, natürlich auch als Community-Mitglied, also weil das auch mega nervig ist, in mehreren Communities drin zu sein. Sonst, Ja, was mir eigentlich wichtig ist als Community Manager, ist, dass die KI mir die Sachen abnimmt, wozu ich keine Lust habe und diese Zeit einsetzen kann, was der Rainer am Anfang gesagt hat, für die menschliche Wärme. Weil darum kommen ja die Leute in die Communities. Ja. Also, ich sage noch gleich, aber danke Felix, du hast das Schlusswort gesagt. damit gehen wir weiter und ja, das nehmen wir alle mit, die menschliche Wärme. Danke, ich glaube, wir haben ganz toll hier so ein bisschen was zusammengetragen.